Was geht ab, wunderschöne Welt des Internets? Ich werde gleich operiert, am Knie. Ja, Mann, coole Story. Mehr Infos dazu später. Das Video wird heute von wem anders geführt. Wer das ist, seht ihr jetzt. Peace. Viel Spaß mit diesem Video. Morgen, Freunde. Takeover Till am Start. Ich weiß nicht, inwiefern man mich sieht. Ist ein Vlog einer langen Serie von Takeover Till. Denn Lane wird demnächst keine Hand mehr frei haben. Er läuft so rum. Das ist, kurzer Hinweis, das ist nicht nach der OP. Nicht nach der OP. Ihr habt es vielleicht in Videos davor erfahren. Nein, haben die nicht. Lane kriegt eine Geschlechtsangleichung. Ich kriege endlich einen Penis. Er heißt danach, dieser Channel heißt danach Ach Lana. Also wird der weggenommen? Yep. Der Pimmel ist weg. Er weiß es noch nicht. Ihr habt ja mein Channel verfolgt, wo ich ihn pranke, dass er jetzt einfach ohne es zu wissen seinen Pimmel verliert. Also Leute, viel Spaß dabei. Vielleicht kommt auch jetzt erst das Intro und überall ist mein Gesicht statt Lanes. Listen! Listen! Reinzoomen. Man beachte bitte einmal diese Ausschneideskills von diesem Jungen. Also der Junge hat es wahrscheinlich nicht selber ausgeschnitten, aber... Sieht das kacke aus. Die Kamera denkt, dass ich an den Sucher gehe. Nächste Haltestelle. Quidditch-Spieler. Platz der Einheit. Bildungsforum. Alle in der Bahn lachen. Auf jeden Fall sind wir natürlich nicht zu spät. Wir sind zu spät, aber kleine Verspätungen sind schick. You can hit it in the morning! Ich muss, yeah, yeah. Ich muss mir diese Expression von dir angewöhnen. Hey, cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. Hey, letzte Nachricht von mir noch. Ne, das machen wir nochmal so richtig. Nee, aber falls ich bei der OP sterben werde, subscribe. Oh, Junge, ey. Das meistgewatchte Video meiner Karriere. Das ist mein letztes. Ich bin gestorben. Kein Clickbait. Boah, das wäre echt traurig eigentlich. Aber Mama, ich liebe dich. Aber wie schreibst du dann ich, wenn du gestorben bist? Ich Na, muss du musst dann schneiden. Boah, ja, mein Passwort ist. Du kennst es. An dieser Stelle sagt Lane mir sein Passwort. Break up with your girlfriend. Irgendwie ist er hinten im Fokus. Die 1, weil du die 1 bist. Ja. Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Ich werde gleich aufgeschnitten. Einmal auf die Station A. Okay. Danke. Danke. Okay, Lane, jetzt wirklich mal ein paar ernste Worte vor deiner Operation. Dennis Außenmeniskus. Hi. Ernste Worte. Ich hasse es. Ich will nicht operiert werden. Das Schlimme ist, dass ich nicht einmal weiß, wie lange ich jetzt raus bin. Entweder bin ich jetzt 4 Wochen raus oder fürs ganze restliche Jahr. Das ist das Schöne an meiner Operation. Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? More inclusive, got the VIP band today, you know what I'm saying? Yeah, got the Einzelzimmer in the crib. Wie sag ich fucking Einzelzimmer? Got the ich hör's nicht doch stationär, Alter. Got the box. Hey, da kann ich sogar mein Handy hinten reinstecken. Ja, Mann. Hey, jetzt zieh doch deinen Schlüpfer an. Sieht ja noch ins Bad gehen. Ach so. Aber.
aus dem Bad mein Schlippi anziehen. Zeig den bitte nochmal. Kannst du den mal neben einem Oberschenkel von dir halten? Ich sag mal, ob das geklappt hat. Es hat geklappt. Schön, Lane. Das sieht nochmal so gut aus. Oh, naja. Frei? Ja. Also Leute, es gibt auch eine kleine Problematik an dieser Operation. Und zwar ist sich der Arzt nicht sicher, ob Lanes Tätowierung das Ganze überleben wird. Bleibt er der Black Lightning? Oder nicht? Hey, das seht ihr im nächsten Video. Es sind zwei Parts. Nein, Spaß. Eigentlich ist so ein Hemd ganz nice. Einfach so für zu Hause chillen. Ist das so aus Papier? Nee, oder? Ist Baumwolle, glaube ich. Alter. Einzelzimmer, Baumwolle, ja, dick. Ja, ich. Nein, das ist doch Seide, oder? Welches Zimmer habe ich? Bitte festhalten. Nein. Ich bin nicht alleine. Oh, ich freue mich richtig. Wenn sie zurückkommen, dann essen können. Oder wie nicht? Komme ich nicht? Hoffentlich komme ich zurück. Hoffentlich komme ich zurück. Okay, Leute. Das erste Mal Vlog-Takeover ohne Lanes Anwesenheit. Ihr habt gerade gesehen, er wurde in den OP geschoben. Und ja, jetzt heißt es so ungefähr bis 9 Uhr warten. 8.15 Uhr ist die OP, wir haben 10.40 Uhr. Scheinbar 9 Uhr, 9.30 Uhr soll das schon fertig sein. Das ist echt ein flotter Eingriff. Es wird wahrscheinlich nonchalant über die Bühne gehen. So Leute, hier sitzt einfach gerade, also ich bin einfach gerade so der Influencer-Prototyp-Hipster. AirPods am Start, Kamera am Start und ihr wisst jetzt, dass der smasht. Aber vorher wird natürlich dieser Schalter da benutzt, denn ich kann diesen Schalter nicht unbenutzt. Gucken, was der ausrichtet. Gar nichts irgendwie. Du bist jetzt an den Lichtschalter gekommen? Oh, sorry. Ich bin an den Lichtschalter gekommen. Ich warte auf Dustin, dass der hier auftaucht. Wir haben 8.47 Uhr. Vor einer halben Stunde hat Lanes OP angefangen. Und ja, wir müssen einfach abwarten. Vielleicht, wenn Dustin kommt, suchen wir einen Rollstuhl, den wir klauen können. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich hätte gerne einen Rollstuhl. Das ist der Lernraum. Sache. Ja, Leute. Lane ist immer noch nicht da. Ich bin gespannt, wann er kommt. Den macht er gerne, ne? Ich bin gespannt, wann er kommt. Ich glaube, du musst ihn noch ein bisschen mehr von unten filmen. So. Sieht wirklich hässlich aus. Wirklich hässlich. Wie geht's dir, Len? Bruder, das ist Reverse Cross. Ich bring gleich eine Ente und Wasser, ja? Guck mal, wie heftig das ist, Len. Guck mal ein bisschen auf die Anlage. Guck mal jetzt. Und was ist? Auf Hochdruck, ja? Ja, bitte, danke. Heftig, oder? Kann man die verabschieden? Hab ich auch schon geguckt. Das ist mein Schütze, mein Mörder und Stuff. Der Schlüssel für meinen Stuff. Die Schlüssel mit meinem Stuff, den habe ich nicht. Hast du den? Das ist verwirrt, ne? Kommst klar, oder? Ja, ich komm klar. Aber hast du den? Der Stuff ist in deinem Schrank. Ja, aber der ist abgeschlossen. Den Schlüssel habe ich nicht. Der Schrank ist abgeschlossen? Den Schlüssel habe ich auch nicht. Das Ding da drin ist abgeschlossen, den habe ich nicht. Ich auch nicht. Mein Gott, sofort und die. Was geht das denn? Ja, wie geht's denn? Wie fühlst du dich? Bist du so spät, Alter? Das tut unnormal weh. Wirklich? Ja. Bist du so spät?
spät da, weil du dann Narkolepsie anfangen hast. Hast du dann die Kurse geholt haben? Ich bin vor anderthalb Stunden lang gestorben. Ich bin immer wieder, passed out und so. Passed out? Ja, das ist gut aus. Was du musst nicht tun. Weißt du, was gemacht wurde? Rausgenommen. Echt? Ja. Der meinte, mein Knie sieht perfekt aus eigentlich. Also, er war verwundert, weil normalerweise wegen meines Gewichts sieht so ein Knie immer gefickt aus eigentlich. Und dann meinte, alles in Ordnung, Knorpel, kein Problem. Kreuzbänder sind perfekt. Hat er die Stimmbänder auch rausgenommen? Ja, ich hab doch hier diesen Tubus gekriegt, Alter. Ja. Aber Schlauch und so hast du jetzt nicht drin, oder? Nee, Mann. Guck, das hat nicht, gar nicht geblutet, gar nichts. Diese Stimmbänder raus. Ach, Dings, mal, nice, darfst du dir schön Thrombosespritzen geben? Ja, verpiss dich. Guck mal, dann der Schublade. Ich geb dir die Baby in den Arsch. Testosteron. Was soll ich machen? Nee, Schublade ist nur ein Thermometer. Ich kann dir das aber gerne in deinen kleinen Bullauch reinstecken. Okay, bitte mach das. Nicht jetzt. Aber warum hat es dann nicht genäht? Sonst alles gut soweit? Sie ja, alles Gucci, danke. Der so, Bro, halt dein Maul. Ich lass mir auf jeden Fall gleich noch schön. Na, Mama? Dein Mama. Stimmt ganz gut. Oh. Ich hab einfach nur mein Handy entsperrt, Alter. Das war. Ja, klar. Die will ich auch erstmal nur bitten, übrigens. Kein Stress, danke sehr. Die gebe ich dem jungen Herrn dann, die Tage. Ich wollte nur einfach mein Handy entsperren, die Hunde. Ah. Also, du hast die ganze Zeit schon in dem Raum gechillt und kamst nicht klar, oder was? Die haben, die haben uns nur gesagt, dass du heftig Schmerztabletten noch dazu bekommen hast. Ja, ich habe auf jeden Fall mir noch eine dicke Dröhnung gegeben. Aber ich dachte, du kannst sofort laufen, meinte der, wenn er es rausnimmt. Meinte er, kann ich auch. Du kannst jetzt gleich laufen, obwohl es so weh tut? Ja. Also du brauchst die Krücken nicht? Ja, ich soll. Nee, warte mal, du brauchst doch einen Rollstuhl, oder? Oh, ist das okay, das tut weh. Wie Falco. Was tut weh? Oder seit wann bist du hoch? Also, Dustin ist jetzt vor 10 Minuten gekommen und hat 10 Minuten von Lane verpasst. Ich und Tjadrik und ich und Dustin chillen stattdessen schon 4 Stunden hier. Seid ihr so lange hier oder was? Nein, ich bin so. Ich bin nicht gegangen, ich bin kurz zum Weg. Hier oder was? Ja, klar, ich hatte die ganze Zeit gewartet. Oh, ist aber nett von dir. Was hast du denn gedacht? Du nervst. Ich meine, man sieht ja ganz offensichtlich, dass Big Arm Friday noch nicht stattgefunden hat. Ich komm mit, Alter. Ich komm mit. Wir brauchen ja aber fix einen Rollstuhl. Ja, bist du dabei, einen zu klauen? Safe. Wir gehen los. Bis gleich. Wenn du kriegst einen Rollstuhl. Ich würde dir einen klauen, einen Rollstuhl. Safe, das war die Antwort. Gleich seht ihr in der nächsten Szene, seht ihr einen von uns beiden im Rollstuhl fahren. Der wird mitgenommen. Komm, Tja, kannst du Wheelie damit? Geht das? Das ist schwer. Ist ja so schwer. Oh, oh, oh. Ja, schön, schön. Mach mal Knie an, Alter, bitte. Warte. Ja, ich lift hier. Gleich, oh, mach mal. Gleich. Du hast es von Krankenhaus. Voll heftig, ne? Mach, ja, mal den Move. Mach mal den Move. So Leute, wir gehen jetzt ins Burgerbüro. Ich bin gespannt, welchen Burger ich heute nehme. Letztes Mal hatte ich einen mit Nachos. Oh Gott. So rede ich nicht. Komm auf. Er ist einfach nur verzweifelt, weil wir ihn nicht mal heute in Ruhe lassen. No days out. Never not mobbing. So Leute, Dustin kommt jetzt aus der Toilette und wir fragen ihn, wie es war. Hey Dustin, wie war's auf Klo? Sehr schön. Cool. Jetzt kommt ein Video von einem dicken Jungen, der geweckt wird mit einem Burger. Riech den Burger. Riech den
Lane. Wurdest du von dem Burgergeruch wach? Nee, irgendwas hat mich. Ja, glaub ich. Hier, mach irgendwas. Nimm's. Oh, echt? Das kannst du schon so gut? Wow. Was? Dich so hochstützen? Hast du meine Bremse abgemacht? Ja. Da, 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 da. Ich freue mich schon, wenn du mich jetzt hörst. Tja, dann mach mal bitte hinter mir zu, mein Ding zu. Auf keinen Fall. Boah, Junge. Tjari. Tjari, mach diese fucking Tüte, der zieht dich an. Das ist Content. Lane wird jetzt offiziell entlassen. Sind das Placebo? Er wurde mal einen Output gegeben. Ich muss unterschreiben, dass er hier raus darf. Irgendwie reden sie ja. Das heißt, er ist jetzt mein Leibeigener. Kann man so einen Witz machen? Man weiß es nicht. Lane hat Butterkekse bekommen. Und er wird erst erfahren, dass er die bekommen hat, wenn er dieses Video sieht. Das war gut. Was denn? Das ist so assi. Hallo, wir haben dir gerade einen Burger gebracht. Möchtest du oder soll ich? Ja? Ich stoß mal. Ich weiß nicht, siehst du es? Das ist nicht so meins. Glaube ich. Ich glaube, da ist Zitrone dabei. Mmh. Das schmeckt. Das ist der Staub so raus. Gerade nach so einer OP, nach so einer Anstrengung, das ist einfach ein leckeres. Einfach lecker. Nach 6 Stunden hier warten wir mal im Bett. Hier sehen Sie die Big Five Afrikas. Nach und nach zutraulicher. Ja. Was sind deine Odds, dich hier gorillamäßig zu nähern? Boah, Junge, du hast fast die Kamera getroffen. Mir egal gewesen. Nein. Und wie kamst du auf meine Videos? Einfach weil ich bei den Royalties bin, oder was? Nein, schon vorher. Ach, also, echt? Als ich mit Football angefangen habe, vor so ein, zwei Jahren, da bin ich halt, wurde es mir halt angezeigt, habe ich auch geklickt. Und korrekt, Mann. Cool, dass du bei den Royals spielst. Also, ey, korrekt. Freut mich mal. Wie ist dein Name? Max. Freut mich, Max. Willst du irgendwas sagen, Max? Instagram? Ja, Mann, du kannst dein Instagram pluggen. Ja, max.jnp. Ja, max.jnp. Wird da eingefügt und jetzt kommt die volle Bahn. Hey, dann schönes Wochenende, Mann. Bis morgen beim Spiel. Danke. Ja, morgen? Ja, stimmt, die haben ein Spiel. Genau, erst der hat ein Spiel. Ich denke schon, ja. Cool, Mann, dann sehen wir uns morgen. Ach, du steckst auch hier rein. Ja. Oh, unangenehm. Unangenehm. Also, Leute, Vlog Takeover hört da auf, wo er angefangen hat. Leider ist der Urzustand bei diesen Menschen nicht der gleiche. Comeback Player of the Year is incoming auf jeden Fall, votet für ihn. Also wir sind zurück im Bogen, machen noch Big Arm Friday. Lane bleibt natürlich daheim. Weil ich schon Big Arm Friday habe. Der macht Big Crutches, 4 Weeks. Und ja, das war's soweit. Wenn dieses Video 200 Likes bekommt, wird Lane eine Woche schneller gesund. Nein, sagen wir, wenn dieses Video 300 Likes bekommt, was niemals passieren wird, schneide ich mir den Bart ab. 300 Likes würde bedeuten, mindestens dran laufen. Das ist besser als die Scheiße, die ich aktuell bekomme. 300 Likes bedeutet, ich werde dieses Video das erste Mal in meinem Leben teilen. Okay, Leute, Bogen wird jetzt betreten. Im Bogen 314471 Potsdam. Schickt ihr Fan. Genau, Leute. Lane ist jetzt erstmal ein bisschen im Bett und krank. Also wenn ihr wollt, im Bogen 3
14471 Potsdam. Schickt doch einfach mal Fanmails hier hin. Wünscht ihm gute Besserung. Ohne Scheiß, jede Karte wird auf jeden Fall. Die Andrik Stalker wird so safe hier auftauchen. Jede Karte wird auf jeden Fall heftig gefeiert werden. Kein Schritt meiner Schlüssel passt. Die Adresse findet ihr auch in der Beschreibung. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung. Schönen Tag noch. Euer Leben kann jetzt weitergehen.